Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus Bellbreit, aus unserem kleinen Dorf. Und wie ihr seht, es grünt so langsam. Das ist mir so im ganzen Eifer des Gefechts gar nicht aufgefallen. Aber da, unser Förster macht echt gute Arbeit. Es wird langsam wieder grün, Materialien sind wieder da. Was mich mal so dringend interessiert, können wir die selber setzen oder brauchen wir den Förster dazu? Mal schauen, ob wir irgendwo ein paar Setzlinge finden oder zumindest einen. Wäre ja mal spannend zu wissen, ob wir selber die Setzlinge setzen können. Das wäre natürlich cool, würde ich voll feiern. Also punktuell ein paar Sätzen, haben wir irgendwo welche? Oh. Ach stimmt ja, es gab ja ein Update. Nun sehen die Bücher ja auch anders aus, okay. Naja, immerhin. Übrigens das fehlende Lager, was ich letztens vermisst habe, steht hier. Das ist völlig untergegangen, dass ich das so hingesetzt habe, weil die haben das so schnell. Oh, da. Da haben wir Setzlinge. Ein wachsender Baum bereit von deinem Arbeiter. Okay. Also wir können damit nichts machen. Schade, schade Marmelade. So, wir haben die Sachen, die uns fehlen in der Ausrüstung. Das kann ich mir rüber. Essen haben wir noch. Auf Krieg habe ich heute keine Lust. Morgen ist Winter oder so, ist mir gesagt worden. Aber ich habe unseren Leuten mal gesagt, sie sollen schon mal Richtung Tier 3 gehen. Sprich, sie sollen das Rathaus bauen. Und da habe ich einen schönen Plätzchen gefunden, nämlich hier hinten. In der Nähe von der Straße, aber nicht so einen weiten Weg. Gegebenenfalls würde ich dann, mal schauen, wie ich Lust und Laune habe, aus der Mauer hier eine Verlängerung machen, sozusagen den Zaun, dass wir die Straße abgrenzen, weil das wird dann so das Ende unseres Reiches sein. Ich bin mal gespannt. So, mal gucken, wie weit sind sie denn? Was haben sie denn an Materialien schon drin oder was fehlt noch? Sind ja schon eine Weile dabei. Holzplanken. 180. Das ist schon eine Hausnummer. Und Stroh. Naja, ein Stroh kriegen sie noch hin. Aber die Holzplanken, Kupfernägel machen sie da. Das kriegen sie hin. Die Holzplanken, da bin ich echt. Dafür müssen wir eine ganze Menge Holz hacken. Naja, ist ja genug Holz da. Und der Winter ist lang. Den Winter überspringen wir dann einfach wieder. Weil Winter macht mir persönlich zwar Spaß, aber du hast eine Kackausdauer und... Naja, gut. Wir haben die Sachen in der Hand. Und nun wird's witzig, denn wo kamen denn die Sachen hin? Dolch, und das können wir noch nicht machen. Die Briganten retten. Da. Dann wird's das. Nach Kaschmir, okay, oder Grasmeere oder wie auch immer das nennen will. Das sieht immer so anders aus, wenn das dann neu bepflanzt ist. Finde ich cool. Auch dass es langsam wieder aus sich was zuwächst. Aber komm, wir geben das Zeug mal ab, damit wir vorm Winter wenigstens noch die Quest erledigt kriegen. Und die wäre dann sozusagen hier unten. Da. Wollen wir noch gucken, was in den Kisten drin ist. Okay, hier sind ersatzweise noch ein paar Pfeile drin. Na dann. Schauen wir mal, was Clara zu sagen hat. War das Clara? Ja, Clara Winterborn. Mal schauen, was sich noch geändert hat jetzt in dem Update. Hab noch gar nicht geschaut. Das ist ja, wenn man früh am Morgen alten Rechner stürzt und aufnimmt. Wo ist er denn hin? Irgendwo hier. Ach, da. Da. Stopp, Clara. Da. Hallo, Freund. Naja, wegen der Rüstung, die du wolltest. Ja, hast du sie? Klar. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe alles, was du brauchst. Lass mich mal sehen. Das ist wirklich solide Arbeit. Oh je, je, mein Hals. Hier ist Gold für eure Mühe. Das wird wirklich dazu beitragen, diese Reise. Okay. Bin einfach nur froh, dass ich helfen konnte. Pass auf dich auf da draußen.
Und möge deine Reise mehr als nur Geschichten zurückbringen. Super. Was Neues zu essen? Muss ich erst mal dran gewöhnen, dass die Bücher jetzt anders aussehen. Meisterbuch Handwerk. Und da können unsere Leute ein bisschen was lernen. So. Was haben wir denn hier unten? Ich könnte dem ja vielleicht... Ja, pass mal auf. Ich hab da was für dich. Ja, hat gerade ein Vögelchen ein paar Münzen in die Hand gedrückt. So. Was fehlt uns denn noch? Na, 100 fehlt uns noch und dann können wir auch hier an Befreiung denken. Wobei ich mir sehr schwierig vorstelle. Wenn ich sehe das jetzt das erste Mal so wirklich bei Tag. Weil sonst sind wir ja immer irgendwie nachts hier gewesen. Sieht ja wirklich schon cool aus hier am Strand. Warum bin ich nicht auf so eine tolle Idee gekommen, am Strand zu bauen? Und was mich so hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir vielleicht selber mal einen Fischer haben. Oh Mann, 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 Mann. Ich wäre krank. Dass wir selber irgendwann mal einen Fischer haben können. Weil die Gebäude gibt es ja schon. Das würde ich persönlich auch feiern. Dass wir selber angeln können, etc. Hast du was zu sagen? Nö. Ja, Bogenschießen. Ich brauche es gerade niemanden. Unsere Armee wird langsam ausgerüstet. Prix, haben wir nicht schon einen, der Prix heißt? Einhand, 7 von 10. Das wäre natürlich... Ja, aber einen einzelnen Kämpfer. Ich wüsste jetzt nicht wo. Weil für alles andere ist er halt nicht zu gebrauchen. Und Gewandtheit, der ist so lahm. Mal schauen. Ja, gut. Haben wir erledigt. Es wird wieder Abend. Schade ist, dass es hier keine Folgequest jetzt mehr gibt. Und sich das alles irgendwie nur noch auf die Quests hier beschränkt. Leichtes Packen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das irgendwann mal. Und wir haben eigentlich bloß noch die Kämpfe. Einmal da oben das Banditenlager und das wird heftig. Und hier, wenn wir hier unten sind, wollen wir da mal hinschauen. Einfach mal gucken. Los, komm. Na gut, es ist Nacht. Sehen wir wieder nichts mehr. Und mitten im Winter dort abschlagen möchte ich jetzt auch nicht. Ah, schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Na komm. Was mich persönlich auch noch interessiert ist, wie sieht's in dem Gebiet aus? Hier ist ja auch noch so ein Banditenlager. Vor allen Dingen, wenn ich das große Banditenlager hier sehe, wenn ich daran denke, dass das mehr oder weniger aus dummem Zufall hier einfach umgefallen ist, das große Banditenlager. Da bin ich echt mal gespannt, was mich uns hier unten erwartet. Weil da werden wir wohl mit einer ganzen Armee hinrennen müssen. Na los, erstmal nach Hause. Da warten auch noch Aufgaben. Und der Winter wartet nicht auf uns. So. Schritt 1 ist gemacht. Wie weit sind sie denn mit dem Rathaus? Ja, ich nehme an, es wird wohl jetzt alles an den Planken liegen. Und Planken heißt viele große Holzstämme. Damit hier. Aber über den Winter über kriegen wir unser Rathaus bestimmt fertig. Naja, ist da gar nicht mal so viel. Kupfernägel, hatte ich eigentlich gesagt, sollen sie nochmal welche machen. Mal gucken, wie weit sie sind. Und Holzplanken. Pff, ja. Ach, die Herberge ist auch geforscht. Na super. Da hatte ich das ja bezahlt gemacht, dass wir Petzl befreit haben. Und unser Freund, der Zimmermann, jetzt für uns tätig ist. So, mal schauen. Dann haben wir ja gebäudetechnisch bloß noch die Dorflaterne. Und das war's.
und Ausrüstung. Ja, das mache ich nach den Anforderungen, weil ich habe jetzt zuletzt so viel zuarbeiten müssen, gerade was die Felle betrifft, weil die Felle hingen wieder mit dem Jäger zusammen, der hat wieder keinen Stoffköcher gehabt. Für den Stoffköcher brauchte ich wieder das eine und das andere. Und unsere Rohrkolben bzw. unsere Schilfernte ist etwas stagniert. Beziehungsweise das Schilf, was ich selbst geerntet habe, brauchte ich alles für die Pfeile. Und mittlerweile machen wir ja Bronzepfeile überwiegend. Aber auch die kosten. Ja, also hier läuft Kupfer ist ein bisschen wenig mittlerweile. Aber auch nur, weil ich so viel Bronze verbraucht habe. Ich sollte vielleicht die Bronzeproduktion etwas runterfahren, weil Bronze kaufe ich ja mittlerweile. Hier. Bronze dürfte er nichts mehr machen. Kupfer. Ja, ab und zu mal für die Nägel brauche ich es. Dann sollen sie mal ein bisschen mehr Kupfer machen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Nächsten Tag müsste Winter sein. Wir können uns ja zusammen mal in den Tag reinmogeln. Wir müssen mal schauen, was haben wir denn noch an Pfeilen da? Können wir vielleicht noch ein bisschen was reißen? Wir haben, naja. Wir kommen ein bisschen hin, aber viel ist es halt nicht. Heilung habe ich noch, komm, wir essen mal was, bevor es auch schlecht wird. So, gut, wir schlafen. Ein neuer Tag. So. Ah ja, der Winter kündigt sich an, ich merk's schon. Die Vögel fliegen tief. Wetter ist nicht besonders. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir gar nicht jetzt irgendwas vom Winter noch großartig an. Ich gehe in Winterruhe, nutze die Zeit ein bisschen, um Material zu besorgen, ein bisschen Holz zu hacken, die Leute hier zu unterstützen. Und wir sehen uns dann einfach nach dem Winter wieder. So mein Plan, so mein Gedanke. Also, bis nach dem Winter. Und dann mal schauen. Leute, das war der längste Winter, den ich je erlebt habe. Und das ist nicht gelogen. Über 4 Tage lang ging Winter. Zwischendurch 2 Angriffe oder 2 Rückeroberungsversuche. Boah. Und dann mit einer miesen Ausdauer. Und die werden ja nicht fertig. Die sind teilweise zu 2, zu 3 an der Hütte. Und die kriegen es nicht auf der Reihe. Ja, 69%. Ich dachte, die kriegen das irgendwie mal ein bisschen zeitiger hin, aber ne, 69% sind 3 Leute dran. Ja, mal schauen. Zwischenzeitlich habe ich mir noch eine Scheune angesetzt, damit auch die Scheune irgendwie mal fertig wird. Das Rathaus, das ist schon eine Wucht. Naja, aber sei es drum. Was ist im Winter noch passiert? Ich habe uns mal hier unten in der Nähe vom Gefängnis einen Sprungpunkt hingesetzt und schon mal eine Kiste. Ich habe das Gefängnis den Eingang mal grobflächig mit Gittern zugemacht, weil jedes Mal, wenn ich hier rumgeobert bin, kamen die alle rausgerannt. Da ist eine ganze Menge Leute drin. Ne? Mal schauen, wie wir unsere komplette Mannschaft dann da drunter kriegen zum Kämpfen. Ich weiß es noch nicht. Naja, ansonsten ist nicht viel passiert. Die machen und tun, essen, trinken. Ach so, ich habe mir noch ein extra Beet angelegt. Sozusagen mein eigenes Beet, damit ich dann entsprechend für das bessere Essen, das Ausdaueressen etc. dann auch Radieschen und Co. habe. Keine Ahnung, weil irgendwie wird es immer weniger, die Samen. Vermutlich, weil die mit den Samen rumobern, nicht genug gelernt haben oder ich weiß es nicht. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall ist ein komplettes Beet angelegt, was nur ich selbst verwalte. Naja, es wächst so langsam. Die Rübe wächst raus, Radieschen braucht noch. Ist halt eine mühselige Arbeit.
Aber okay, wir wollten ja mal schauen, ob wir noch mal Krieg spielen können. Wir können mal schauen. Attribute. Da Stärke 7, Gewandtheit 7, Bogenschießen 8. Noch was Ordentliches zu essen hinter der Binde. Und das muss dann eigentlich reichen. Erstmal. Weil die ganzen Leute jetzt immer quer über die Karte ziehen, habe ich jetzt für den kleinen Einsatz keine Lust. Wir hüpfen mal zum See runter. Mir noch ein bisschen Fisch holen. Zack. Na los. Und dann gucken wir mal, ob wir oben die Ende Quest da fertig kriegen. Ja, ich brauche was zu essen. Kaufen. Muss ich mal gucken. Gegrillter Fisch. Eins, zweimal. Geräucherter eins, zweimal. Ah. Na los, komm. So. Wenn es jetzt nicht reicht, dann reicht es nicht. Dann kann ich es auch nicht ändern. Aber irgendwie muss da mal hinten was fertig werden. Und jetzt nochmal ein Dorf befreien. Ich habe gerade keine Lust drauf. Das Gemeine ist, dadurch, dass der Winter jetzt so lange war, habe ich jetzt 3,5 Stunden Realtime Zeit gespielt und bin jetzt aktuell bei 16 Minuten eigentliches Video, also Aufnahme. Ja, da steht dann sozusagen nicht wirklich, oh, hier sind noch ein paar Pfeile drin, in einem vernünftigen Verhältnis. Und darf ich nicht vergessen, jeden Tag eine Folge will ja auch erstmal gespielt und produziert sein. So, wir haben das, ich brauche Leben, Gesundheit, Gesundheit und das ist nur Ausdauer. Ja. Und das muss es werden. 6-mal Heilung dabei, 165 Bronzepfeile. Wir werden mal sehen. Schauen wir mal, ob wir zumindest das Wichtigste zusammengefasst kriegen. Ja, wie es nun weitergehen wird mit dem Let's Play, weiß ich nicht, weil die Zeiten, die ich spiele, die nicht für euch mehr erscheinen, das ist natürlich, das wird mittlerweile so hoch, dass ich eigentlich. Und ausgerechnet jetzt müssen die ja langsam hier kommen. Jetzt, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Ey, das ist so nervig. Immer dann, wenn ich irgendwo angreifen will, tauchen die ganzen Patrouillen auf. Und die mischen sich natürlich auch noch mit rein. Da, das ist auch den nächsten. Weil ich frage mich, wo die alle herkommen. Immer. Mit einer Menge Banditen habe ich ja als solches kein Problem. Aber wenn die immer mehr werden statt weniger, ist natürlich auch doof. So, na gut. Dann speichern wir einfach mal. Zack, Tag 141. Bogen raus. Und dann. Winterbonus ist weg. Oder der negative Winterbonus ist weg. Ich muss immer bergauf rennen, ist immer so eine Sache. Ja. Hier war ja was. Hier waren ja die Milliarden Bogenschützen. Sind schon mal weg. Ich sollte noch aufpassen, dass die Bogenschützen mir nicht zu sehr an die Quere kommen. Wo sind sie denn, die Säcke?
Wird auch mal schlimmer mit den Lootsäcken, dass du die findest. Ja. Ja. Was? Spezialkleber. Ist das ein Questgegenstand? Muss ich ja direkt mal aufpassen. Manchmal dann lässt man wirklich genau im falschen Moment los. Oder wenn er zu tief hängt, der Pfeil. Viel Zeit ist ja nicht. Boah. Hätte so schön treffen können, ist der Ausdauer wieder weg. Ja. Du blöd, Mann. Genau in dem Moment dreht er sich um. Die KI ist doof. Aber die KI macht das mit Absicht. Eisennägel brauchen wir nicht. Nur noch Pfeile. Da, zack. Und wieder los. Ich verrenne mich schon wieder. Wo müssen wir denn hin? Ach, da runter. Kommt da schon wieder ein paar neue dazu. Ich sehe es doch schon wieder. Die haben da mit dem eigentlichen Kampf gar nichts zu tun. Ja. Kann doch nicht so schwierig sein, so ein blödes Lager hier platt zu machen. Und wenn ich das große Banditenlager einfach so aus Versehen kaputt gekriegt habe. Komm, Ausdauer hoch, los. Der ist weg. Mut. Zack. Erledigt. Zumindest ist das Lager erstmal erledigt. Nein. Die gehören doch gar nicht mehr dazu. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Will wenigstens mein Loot noch aus dem Lager holen. Geht weg.
Und der Kleber da, oder? Oh. Habe ich jetzt ins Lager? Komm, einen kann man nehmen. Boah, ich will jetzt, gib die Eisennägel raus und die Dinger können auch weg. Essen gebe ich nicht her, das war teuer. So. Nummer eins. Noch mehr Bronzepfeile. Machen wir so. Opfer ich die neuen und nehme mir einen vollen Stack. Und das. Bogenschießen, es kommt von alleine und zwei Handwaffen. Ja, raus, was wollte ich mitnehmen? Das Essen. Spezialkleber. Gibt es noch mehr? Nö. Das scheint es gewesen zu sein. Wir gucken mal noch, was sonst noch hier so rumlungert. Zumindest ein bisschen Geld oder irgendwas noch einsacken. Da. Toll. Ich habe gesagt, Geld. Was hast du denn da unten noch zu melden? Jetzt her. Da hinten. Ah. Hier hast du keine Ruhe. Keine Ruhe vor den Pinseln. Vergeude wegen dir meine Pfeile. Und dann 29 Schaden. Wie oft soll ich denn den da ins Gesicht schießen? Bis er deine Bart hat, oder? Klar. Ja. Nimm das nochmal mit. Na, immerhin. Entschuldigung, da kommen die nächsten. Ach. Sei es drum. Wer will schon Loot? Kommt ab nach Hondin. Ey, das habe ich mir jetzt echt verdient hier. Was hat denn da beim ersten Mal so lange gedauert? Da waren es doch viel, viel mehr und viel, viel aggressiver. Na gut, vielleicht habe ich
Da hat das Pech gehabt, dass da gerade die ganzen Patrouillen unterwegs waren. Naja. Oder ich bin einfach besser geworden. Gut. Schlechter als damals geht ja vom Prinzip her nicht. Also geht schon, das war der Anfangswert gewesen, aber hab ja nur eine ganze Menge gelevelt, gerade das Bogenschießen. Ich habe so viele Pfeile verschossen und so viele Gegner gemacht. Auch jetzt im Winter über habe ich mal noch ein kleines Minilager gemacht. Da kam auch von allen Seiten. Naja, so komme ich zumindest auf bessere Werte fürs Bogenschießen. Und es dauert halt auch so ewig lange, ehe du die Bücher liest. Und bei manchen Gegnern würde ich mit der Ursprungsbeweglichkeit gar nicht mehr vorankommen. Weil du bist ja gar nicht schnell genug weg, die sind ja so schnell. Da siehst du keinen Stich mehr. Aber naja. Ja. Jetzt haben wir uns einen Spezialkleber. Jawohl. Ja, du blöder Schmied. Und komisch, weiß auch jedes Mal, wenn ich hier bin, da rasen hier Briganten oder sowas rum. Renn doch noch hin. Renn hin und sag Bescheid, dass ich hier bin, dass ich für dich deine Arbeit mache. Ja, hier ist er. Endlich habe alles, was ich brauche, um den Job zu beenden. Sie sind ein absoluter Champion. Das sind hier die Belohnungen. Okay. Warte bis morgen. Ey. Ich soll noch einen Tag länger warten. Will der mich jetzt hier verklapsgandern? Na gut. Was soll's? Ist ja schon 17:46. Da ist es ja nicht mehr so viel. Weil ich wollte nicht 5 Stunden an einer Folge spielen. Weil da kommt dazu gar nichts anderes mehr. Zumal die Folge ja heute auch noch raus soll. Ihr wundert euch dann immer, warum kommt denn keine Folge pünktlich etc. Ja, ihr seht warum. Was hab ich denn jetzt in der Tasche? Essen, Bücher. Warum habe ich denn das Bogenschießen-Buch mit dabei? Das will ich doch gar nicht haben. Ich pack mal kurz ein bisschen Heilung aus und sowas. Und ein paar Pfeile. Da rein, 19 hier. Da raus, so. Das Buch kann raus, weg damit. 1, 2, 3. Ja, viel Heilung gab es jetzt nicht dazu. Und Essen habe ich dann auch nicht gebraucht. Und ihr hier? Keine Ahnung, was die machen. Zwischendurch waren der Hämmer kaputt. Habe ich denn noch 2 neue Hämmer gebaut und einen repariert. Ich dachte, okay, dann geht's schneller, aber also schön aussehen tut's ja. Ist die jetzt schon fertig? Habe ich jetzt irgendwas verpasst beim Kampf? Jo. Cool. Dann ist mir das völlig untergegangen. Ja, Leute, herzlich willkommen. Wir haben unser Rathaus. Schnell mal ein Screenshot gemacht. Das müssen wir doch feiern. So. Rathaus, Schnellreise. Cool, ich muss nicht mal zum Schild hochrennen. Rathaus, Stadtübersicht. Okay. Eine neue Forschungsbank. Fettes Hähnchen. Oh, das sieht schick aus. Kann ich mich hersetzen? Och Mensch. Das
Das ist ja mal ein Monster. Kein Wunder, dass sie es lange gebraucht haben. Ja. Gut. War ja auch eine Hölle viel Material. Ja, das ist doch cool. Was können wir denn jetzt forschen? Technologiestufe 3. Oh. Gebäude, was? Oh Gott. Oh nein. Werkstatt, Windmühle. Das Spiel will mich nicht loslassen. Schmiedholz. Du weißt gar nicht, was ich zuerst machen soll. Werkstatt. Wird sagen, verschiedene Werkzeuge auf. Da kann ich doch gleich mal gucken. Ich hatte doch gesehen, die Heilung gibt es hier oben. Und für die Heilung brauche ich die Werkstatt. Ne? Dorfverbesserung, Dorfverbesserung, Heilung. Drachenschild. Oh, ein neuer Bogen. Ja. Dann ist doch klar, was es zuerst wird für mich. Ich hätte gern die Werkstatt. Seile haben wir, das haben wir, das haben wir. Leute, gebt Gas. Da. Level 1. Es wird in Zukunft hier geforscht. Gebt Gas, Leute. Ihr habt noch genug Zeit. Noch ist nicht Nacht. Boah. Und hier irgendwie. Die haben alles weggefuttert. Da. Na, ich bin irgendwie gefühlt nur am Essen und Trinken. Und die hatten genug gehabt. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Ob sie es weggeschmissen haben. Wie ist denn hier der Stand bei denen, die ihren Beten? Jeden. Haben die vielleicht keine Hacke mehr oder sowas? Gebäude. Alle Produktionen. Holzfällerlager. Das ist ja klar, das haben wir abgeschalten. Und die können doch in der Taverne kochen. Ja, ich weiß es nicht. Na gut, war ein langer Tag für mich, ein anstrengender Tag. Aber allerdings auch ein erfolgreicher. Ich leg mich mal schlafen. Heute passiert bei denen ja. Oh. Passiert bei denen ja eh nicht mehr viel. Und dann lasst uns wenigstens noch das Ergebnis unserer Quest. Komm, da können wir die ja mitnehmen, können wir dann vielleicht geben. Das Ergebnis unserer Quest genießen. Tag 143. Die Zeit, die rennt. 5 Tage, aber schon wieder Winter. Oliver, ein neuer Tag bricht an. Irgendwie hier unten rennen ständig irgendwelche Brigantenbrigaden rum oder so. Ständig verletzen die sich hier unten. Die sind mehr tot als lebendig. Ja. Ihr habt hier zu tun. Ja, ich könnte jetzt eine Fackel bauen, aber guck mal, wir genießen den Sonnenaufgang. Das Dumme ist, der Weg von meiner Hütte bis zum Rathaus ist auch nicht viel kürzer als hoch zum Schild. Aber okay. Wir sind bereit. Warte bis zum Morgen. Aber wir haben doch morgen. Wir haben doch eindeutig morgen. Oder warte, bis morgen. Ja, aber wir haben doch morgen. Und die blöden Typen, sie stehen auch immer noch hier bei dem. Keine Ahnung, was das so da. Naja.
würde sagen, dann kriegen wir das hier heute nicht mehr abgehakt. Nützt nichts. Morgen ist auch noch ein Tag. Gut, dann. Irgendwann wird das Spiel sich schon melden und sagen, ich darf. Dann geht's wieder ab nach Hause. Ich lege mich hinten schlafen. Mache mal eine Aufnahmepause oder eine Spielpause. Und ja, morgen dann geht's weiter. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse, eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare, wie immer. Habt ihr auch die Neuerungen des Updates schon mitbekommen? Beziehungsweise ist das vielleicht ein Grund für euch wieder zu spielen? Ich weiß noch nicht genau, was alles so ist. Hab noch gar nicht geguckt, hab vor uns einfach nur das Spiel angemacht. Aber zumindest die Symbole für die Bücher sind anders. So ein paar andere Sachen, die ich schon bemerkt habe. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, es wird langsam. Also dann, mit Tier 3 ab in den Feierabend für mich. Und für euch bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.